bringen wir es hinter uns, okay? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 4. Liebe Grüße aus dem Ladebildschirm. Na, wir sind auf halbem Wege. Der Weg ist nicht sonderlich ruhmreich, aber trotzdem wichtig. Wenn unsere Boten es nicht schaffen, Synths sicher aus dem Commonwealth zu bringen, liegt unsere gesamte Organisation lahm. Du sagst es, aber ich helfe natürlich gern. Aber der Auftrag ist erledigt. Noch ein Auftrag erledigt. Hilf weiter dem Unterschlupf Randolph. Die haben dort noch zwei Synths. Ich will sie nicht verlieren. Okay. Jetzt müssen wir noch mehr Randolph machen. Wir sind hier natürlich gleich am Anfang und haben nochmal die Quest abgegeben, die wir das letzte Mal ja gemacht haben. Randolph 3, genau. So, was haben wir da? Okay, wir quatschen mal kurz mit Tüftel. Brauchst du Hilfe mit dem Signalfänger? Das wird eine Riesensache. Endlich erfahren wir, was das... Mhm. Nein. Jetzt nicht. Na gut, aber wir können aber trotzdem seine Quests eigentlich mal machen. Okay, also legen wir mal hier drauf. Wo sollen wir da hin? Jetzt schauen wir mal. Bau die Konsole. Ich hab doch Konsole gebaut. Hä? Dieser Job wird das Paradies für Tom sein. Na gut, dann machen wir erstmal was anderes. Aber ich meine, also die Quest schon noch. Wir sollen hier hin. Such in Krankenhäusern nach Biometrie-Scanner. Okay, machen wir. Memorial, waren wir da nicht das letzte Mal? Hm. Werden wir gleich sehen. Oh, wir haben Level Up. Hehehe. Wir müssen uns noch mehr von diesem Ödlandflüsterer holen, denn ich will am Ende es noch so weit schaffen, dass wir mit einer Todeskralle, also dass die uns gehorcht. Ja, hier waren wir tatsächlich. Ah. Also machen wir das auch mal gleich. Detail. So. Und nach unten. Wo haben wir es denn? Tierfreund. Nein. Da. Charmanticus haben wir. Zack. Meistere die postapokalyptische Welt, ziele mit deiner Waffe auf eine Ödland-Kreatur mit einem niedrigen Level und erhalte eine Chance, sie zu beruhigen. Okay. Ja, ne? Alles klar. Darauf müssen wir noch weiter skillen. Du kannst jetzt Ziele versuchen zu beruhigen. Visiere mit deiner Waffe dein Ziel, indem du Maus 2 gedrückt hältst und drücke dann E. Alles klar, wir werden es versuchen. Aber erstmal müssen wir noch irgendeinen komischen Biometrie-Scanner finden, was auch immer das wieder sein soll. Aber gut. Wo haben wir denn da? Wo ist es denn? Bewegt sich relativ schnell, scheint also hier gleich zu sein. Reaktionen wie eine Holzkatze. Wir können was knacken. So? Ja. Geschafft. Schön, Gleisbolzen sind sehr schön. So, Biometrie-Scanner. Bist du mir? Nein, du bist kein Biometrie-Scanner. Wo ist der denn? Du kannst nur Gegner auf deinem eigenen Level und ja, okay, das verstehen wir schon. Aber da ich Level 50 bin, müsste ich trotzdem eine ganze Menge. Der muss doch hier sein. Hä? Nein, nicht die Bank. Da drin? Nein. Bowlingkugel. Scheint mir alles kein Biometrie-Scanner. Hm, komisch. War ich hier drin? Zahnpasta, Kaffeetasse. Nö. Nö, nö. Vielleicht eins über uns. Müssen wir mal schauen. Wir gucken einfach mal eins über uns nach. Okay, hier kommen wir schon mal nicht rein. Das ist ja sehr geil. Okay, okay, es scheint auch echt höher zu sein. Da wird es nämlich ein bisschen angezeigt. Gucken wir mal so. Biometrie-Scanner. Medizinisches Stück... Pff. Was es hier so für Sachen gibt. Okay, hier sind wir in der Haupthalle. Da unten. Also eins tiefer. Hier mal eins tiefer. Schauen wir mal hier nach. Oh, da können wir was knacken. Oh,
Vielleicht kriegen wir hier noch irgendwie Wackelpuppen oder sowas. Weil durch Wackelpuppen müssten wir ja im Endeffekt noch mehr Wahrnehmung bekommen. Du hast eine Ausgabe des Messe-Chirurgieplatz gefunden. Du verursachst dauerhaft 2% mehr Körperteilschaden. Oh, das ist ja auch gar nicht schlecht. Freut mich. Medics nehmen wir natürlich auch gerne mit. Stimpaks Redaway, sehr schön. Medics Buffett. Läuft. So, hier, da, das sieht doch schon mal gut aus mit der Ebene. Zack, da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Was haben wir hier noch so? Brauchen wir eine Stunde? Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Und wieder ein Block hat keinen Strom mehr. Zack, und raus hier. So, dann schauen wir mal, was wir noch so brauchen. Keine Ahnung, wie wir den... Wahrscheinlich wollen die einfach nur, dass wir den noch mit Strom versorgen oder so, weil ich habe ihn ja schon gebaut. Könnte also durchaus auch sein, dass wir den gar nicht brauchen. Ich weiß es nicht. Werden es rauskriegen. So, Karte. Nein, doch, Karte ist schon mal richtig. Wo schickest du uns denn jetzt hin? Dahin. Such in Telekommunikationsanlage nach einem Sensormodul. Haben wir noch mehr? Bau die Konsole. Nee, das wollen wir ja nicht. Das wollen wir ja noch nicht. Können wir ja auch noch nicht. Scheint dann soweit gesehen das Letzte zu sein dafür. Okay, dann machen wir das mal. Dann gehen wir mal wieder zurück in den guten alten Krater. Bin mal gespannt. Ich meine, da müssten uns eine ganze Menge von wilden Kreaturen geben. Dann können wir das schon mal ausprobieren, was wir hier so hatten. Ah. Wenn hier jemand angreift, sind wir geliefert. Gar nicht. Wie kommst du denn auf sowas? Haarklammer. Nice. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Da sollen wir reingehen. Da waren wir ja schon mal drin. Da meinte ich ja noch, wir lassen das jetzt erstmal sein. Auf halbem Wege, weil wir da 100 Pro nochmal irgendwann so zurückkommen werden. Und dann nehmen wir uns das Ganze nicht weg. Und wie man sieht, hatte ich doch mal zur Abwechslung recht gehabt. So, gucken wir mal kurz hier. Ist alles leer. Scheint es noch gespeichert zu haben. Ich speichere mal. Weil wir... Oh, ich weiß gar nicht, ob sie schon mal hier war. Ja, dann bleiben wir kurz mal bei der Waffe, warum nicht? Hallo? Ich glaube, da... Ist da jemand anwesend? Technisches Druck, oh, nehmen wir mit. Sensor meldet feindliche Präsenz. Sensor meldet feindliche Präsenz. Aber... Hier auf der Ebene... Doch, da ist es drin. Wer schießt denn da? Wer schießt denn da? Sensormodul. Danke. Wer hat da geschossen? Ich werde, wenn möglich, den verursachten Schmerz... Zack. Was? Ich sehe dich. Da unten bist du. Auf nimmer Wiedersehen. 73? Na gut, gehen wir mal nach. Oder wenn wir jetzt schon mal hier sind, ich meine, jetzt können wir auch mal nachgucken. Schauen wir mal was an, was es hier noch so Feines gibt. Wer bist du? Du bist eine Pfeife, das habe ich gleich gesehen. Wie viel von dem Zeug funktioniert? X01er. Ja, meinen haben wir schon, aber nice. Hier steht doch tatsächlich nochmal eine Powerrüstung rum. Und eine Mini-Atombombe. Das finde ich sehr schön. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht nochmal Wackelpuppen oder sowas finden. Wackelpuppe, Wackelpuppe, Max will hey, Wackelpuppe. Da draußen ist was. Was haben wir hier? Aufzug. Okay, öffnen wir mal den Aufzug. Können wir nicht öffnen. Na gut. Ich frage mich, warum wir da zwar jetzt so... eine Markierung für gekriegt haben, aber gut. Es scheint hier echt so eine Art alter Atombunker zu sein oder so. Finde ich ja ganz witzig. Wer schießt da? Wir sind hier nicht allein, Blue. Ah, so langsam gewöhne ich mich an die Waffe. Man darf echt nur langsam mit der schießen, weil ansonsten schießt man damit sonst wohin. Aber wenn man sich das einmal so ein bisschen daran gewöhnt hat, dann scheint es ganz gut zu laufen. Fusionszelle nehmen wir gerne mit. Stöbern wir trotzdem mal hier, weil wir schon mal hier sind. Zack, zack, zack. Danke, danke, danke. Hallo, hier, Wackelpuppe? Nein. War ja klar. War ja klar. Hier? Nein. Nein. Was ist das? Tesla-Bogen. Yay! Yay! Und wieder. Guck mal, da rein. Hallo? Hallo hier? Hallo nö. Na gut, dann nicht. Wir müssen weiter nach oben. Können wir hier so nach oben? Warte mal. Wir haben ja... Die Macht des Jetpacks!
Sieht böse aus. Ach. Ich hab's ja verstanden, Piper. Hier können wir nach oben. Na, dann gehen wir doch mal hier nach oben. Ihr werdet hier noch was? So, irgendwie scheint es eine größere Anlage zu sein, aber richtig, richtig was Spannendes scheint man hier nicht so wirklich zu finden. Da ist Piper. Na gut. Dann gehen wir mal wieder raus. Ich würde auch mal interessieren, warum hier eigentlich Synths gewesen sind. Was will das Institut denn hier? Die werden wahrscheinlich auch nach ähnlichem Scheiß gesucht haben. Ich glaube nicht, dass wir sonderlich hübsche Ghule abgeben. Keine Sorge, Piper. Werden wir schon nicht. Okay, dann müssen wir zu Rücki. Gehen wir also hin nach Unterschlupf Mercer. Und dann schauen wir mal, ob wir das Ding bauen können. Ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, dass ich mich da wieder mal scheiße bei anstelle. Weil in dem richtigen Baubereich, da kenne ich mich ja gar nicht so sehr aus. Also müssen wir gleich schauen. Ich hoffe auch, dass wir da genug Ressourcen haben, sonst müssten wir da, ich weiß nicht, irgendwie... Na, werden arbeite schon sehen. Mit Tom zusammen. Wir werden alles tun, um dich zu unterstützen. Okay. Nein. Mich dünkt, wir mussten die Sachen gar nicht suchen. Denn wir haben ihn ja schon gebaut, der benötigt eigentlich ja nur noch Strom. Ich glaube, nur die Sachen, die wir gebraucht haben, um zu bauen, hat er uns angezeigt. Und das ist dann eigentlich schon alles gewesen. Wir können einen großen bauen. Bauen wir mal so ein vielleicht sogar. Oh, ey, nein. Drei macht der. Boah, das ist ein Riesenpropper. Ja, wir bauen mal den hier. 10 macht der, das ist gut. Stellen wir den mal den hier irgendwo daneben. Vielleicht sogar ein bisschen hinter ans Haus ran. So. So, jetzt müssen wir nur noch elektrifizieren. Energie. Rekrutierung, Terminal, Leuchtkasten oder nee. Nee, Licht auch nicht. Wo war das denn? Jetzt müssen wir doch eigentlich nur noch die Verbindungskrims machen. Stecker. Okay. So war das nicht anscheinend. Kabel anbringen. Space. Bringen wir den an? Wo können wir den hier anbringen? Nee. Der ploppt auch nicht an. Also werden wir wahrscheinlich noch so ein... Abbrechen. Werden wir wahrscheinlich noch so ein Zwischending brauchen. Stecker, Energiestecker. Warte mal, Einschalt, Energiepylon, groß. Wir brauchen aber keinen großen Pylon. Da reicht ein kleiner Pylon. So, machen wir mal so. So, jetzt aber zack. Wieso können wir den denn nicht verbinden? Machen wir erstmal dahin. Zack. Und zack. Na? Reagiert auf irgendwas. Na, okay. Schwer. Ich meine, er benötigt Energie. Sehe ich das richtig? Das sehe ich richtig. Wir haben Energie dahingestellt. Richtig? Richtig. Stabilisierende Elektrobau. Etwas, das Energie benötigt. Mach ich doch. Bau etwas, das Energie benötigt? Brauchen Schalter vielleicht? Gucken wir mal. Schalter. Können wir hier irgendwie noch einen Schalter anbringen? Wo können wir denn einen Schalter anbringen? Machen wir mal. Setzen wir hier einfach mal einen Schalter dran. Jetzt. Wieso geht das nicht? Aber eigentlich haben wir doch alles dafür. Stabilisierende Energieplattform. Mal gut, wir gehen mal kurz raus. Signalfänger? Das wird eine Riesensache. Endlich erfahren wir, was das Institut wirklich vorhat. Transmitter, Steuerungskonsole, Transmitterschlüssel. Ich glaube, wir haben alles, oder? Jetzt nicht. Wir gucken mal kurz nochmal nach. Komm, lass mich mal hier raus. Wir hängen hier ein bisschen irgendwie jetzt fest. Komm, ich will in die Innenperspektive. Gut, danke. Gucken wir einfach nochmal nach. Also, was haben wir denn? Wir haben... Such, da haben wir. Such, da haben wir. Such, da. Bau den Strahlenemitter. Und Transmitterschüssel. Bau die Konsole. Transmitter, Transmitterschüssel, Konsole. Okay. Transmitter... Spezial.
Was bist du? Molekularstrahl? Ah, Steuerungskonsole, da haben wir's. Okay, setzen wir die mal hier einfach schön ins Freie. Ist ja klar. Transmitter Schüssel. So. Und das hier, brauchen wir das auch? Was ist das für ein? Was bist du für einer? Molekularstrahlemitter? Ich weiß es nicht. Nein, wir wollen hier gar nichts einlagern. Wir verbinden das jetzt mal mit Strom. Wir haben ja zum Glück einen großen gebaut. War das hier? Nein. So, da. Hier müsste es sein. Ach so, brauchen wir ja eigentlich gar nicht, oder? Space-Kabel verbinden. Zack. Okay. Gehen wir mal raus. Also ein bisschen was haben wir hier anscheinend schon gemacht. Nicht wahr? Nicht wahr. Hier steht immer noch, dass wir hier irgendwas machen sollen. Wir gucken nochmal in die Quest. Daten. Was brauchen wir noch? Nein, das hätte ich gerne. Baustrahlenemitter. Den müssen wir also noch bauen. Okay. Okay, machen wir mal. Was brauchen wir dafür? Spezial. Strahlenemitter. Hä? Das wird das hier schon sein, oder? Ja, ja. Heißt es auch. Molekularstrahlmeter, da haben wir's. Wir brauchen Schaltplatte M. Hm. Die müssen wir suchen, würde ich sagen. Genau. Haben wir das mal markiert. Dann müssen wir ein bisschen suchen. Wir brauchen auch Strom 20. Der macht 10. Das heißt, wir brauchen eh noch einen zweiten Generator. Mindestens. Gucken wir mal nach. Können wir noch einen bauen? Nee. Was brauchen wir hier für nukleares Material? Also das wird anscheinend noch eine größere Sache werden. Aber ist ja nicht tragisch. So, okay, dann machen wir, lassen wir das also erstmal so weit. Sind wir ein bisschen vorangekommen. Und werden dann erstmal irgendwas anderes machen. Wir werden nämlich jetzt erstmal praktisch ein wenig streunern müssen. Obwohl, wir könnten ja rein theoretisch die Sachen dafür kaufen, fällt mir mal ein. Das machen wir, glaube ich, sogar auch. Warum denn nicht? Wir gehen mal zurück nach Diamondes City. Also wir holen das, was wir jetzt markiert haben, irgendwie militärischer Standard, irgendwas Platte. Aber wir brauchen auf jeden Fall auch noch nukleares Material, weil wir müssen noch einen, mindestens einen weiteren großen Generator bauen. Ich tippe mal sogar fast auf 2. Aber das ist ja okay. Scheint gerade eher so nachts zu sein. Das heißt, wir müssen hier mal raus. Speichern auch mal. Ach, können gerade nicht speichern. Jetzt? Ja. Okay, hier kommen. Hier haben wir eine schicke Bank. Hingesetzt. Dann machen wir Tee. So, das müsste reichen. Ich hoffe mal, dass sie echt die Sachen hier hierfür haben. Strahlenvergiftung ist ziemlich verbreitet. Aber wir können so ziemlich alle... Dr. Sun! Dr. Sun! Dann will ich dich gleich mal untersuchen. Die Zeit eines Chirurgen... Nein, ich will es nicht lieber untersuchen. Okay, nehme meine Grabbelpfoten weg, ich suche doch nur Sachen. So, Maintenance, N müsste es ja sein. Okay, hat er nicht. Dann gehen wir mal zu den anderen Händlern. Du wirst es wahrscheinlich auch nicht haben, aber wir gehen trotzdem mal ab. Holzstücke. Ein Schlagholz. Ja, ja, wir wissen ja deine Schlaghölzer. Lass mal sehen, was du so hast. Alles ja, du bist ein Vogel. Ladung Holz. Rockalilla Schlagger, den brauchen wir nicht. Wir brauchen... Hat er alles nicht. Okay, also wieder raus. Nein, das nicht. Jetzt. Gehen wir mal zu ihm. Einiges an Zeug. Einiges an Zeug. Dann lass mal sehen, was du so hast. Selbst. So, jetzt gucken wir mal. Fusionskern. Ach komm, wir holen sogar mal die vier... Nein. Ich wollte die Fusionskerne. Nehme ich mal weg. Die Gleisbolzen nehmen wir auch weg. Aluminium. Nehmen wir mit. Leuchtfackel, nein. Wir brauchen noch LMNO. Nein, hat er natürlich nicht. Nein, wir wollen auch nicht abbrechen. Wir machen das so. Mal gucken. Ja? Cooles Outfit. Ansässiger? Du.
Okay, schätze, wir können ins Klar, ich schau's mir an. Die ist so komisch. Aber sag bloß nicht Schrott dazu. Nee, ist es ja gar nicht. Keine Sorge, keine Sorge. Wir brauchen hier und da einfach nur so ein paar Sachen von dir. Das wäre sehr schön. K-L-M und jetzt nukleares Material hätte ich gerne. Hat sie aber nicht. Oh, das ist schade. Ja, gucken wir mal, was es hier noch so Feines gibt. Schaltkreise, Kupfer, müssen wir mal durchgehen. Nukleares Material, sehr schön. Dann war schon mal einmal nukleares Material. Wir werden aber noch mehr brauchen. Gehen wir nochmal durch. Beton, Antiseptikum, Plastik, Keramik, Zahnrad, Stahl. Nein. 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 Ich meine, notfalls könnten wir natürlich dort auch noch ein paar Sachen abreißen. Aber ich finde es ja eigentlich mal ganz cool, dass da noch so coole Sachen rumliegen. Das ist einfach vom Setting her und so. Das passt einfach alles mehr. Deswegen wollen wir da eigentlich gar nicht so viel irgendwie wegreißen. Strahlenresistenz. Nö, nö, Kleber auch nicht. Wow, nee, nö, 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 Asbest, nö. Na gut, ist alles klar. Wir brauchen doch nur ein bisschen nukleares Material. Zahnradfeder, Ach, wir nehmen hier einfach auch mal so ein paar Sachen mit, glaube ich, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Oh, Gleisbolzen. Danke. Das wird uns vielleicht sowieso... Kanonenkugel, auch nicht schlecht. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Nehmen wir mal ein paar Sachen noch mit. Das wird uns sicherlich noch gar nicht so schlecht kommen. Okay, wir wollen... Nein, wir wollen definitiv nicht abbrechen. Wir wollen den akzeptieren. Na, haben wir schon akzeptiert? Ja. Und tschüss. Nein, das ist nicht das, das Tschüss. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Mal gucken, ob es schon reicht oder was wir jetzt schon bauen können. Also wie gesagt, ich tippe mal drauf, wir werden noch mehr brauchen. Wenn nicht, holen wir uns ein paar Sachen von Sanctuary ab. Das können wir natürlich auch machen. Ey, komm. Was? Notfalls, aber eigentlich will ich das auch nicht. Ich will in Sanctuary mir das noch lassen, weil wenn wir nochmal eine Baufolge machen, dann will ich halt auf die Ressourcen dort vor Ort ja auch zurückgreifen. Ich habe ja nicht umsonst da ja eine ganze Menge eingelagert. Also das ist schon, das ist ja, hat ja auch im Endeffekt genau auch den Sinn dahinter. Also warum sollte ich da jetzt irgendwas wegnehmen? Sodi hodi, Leute, das sind wir wieder. Eine Möglichkeit, ins Institut zu gelangen. Unglaublich. Nee, okay, war ja klar. Okay, also dann machen wir mal, fangen wir mal an. Nein, das nicht. Nein, ich will raus. Nein, das nicht, das raus. Hier, so. V. Danke. Speziale. Schaltplatte militärisch. Na. Na. Aber gut, wir brauchen ja noch Schutz. Nein, Ressourcen. Ja, nein, nein. Energie. Wir brauchen noch einen Generator. Also wir brauchen mindestens ja noch einen weiteren. Das heißt, ich baue mir auch gleich hier noch einen weiteren hin. Kriege ich den vielleicht sogar noch dazwischen gestellt? So nebeneinander? Guck mal, wie der jetzt in der Luft steht. Ist doch Bullshit hier. Das geht. Ja, das ist okay. Nein, ich will den nicht einlagern. Okay, dann haben wir immerhin schon mal den gebaut. Das ist ja gar nicht schlecht. Vielleicht kriegen wir das hier alles. Benötigt Strom. Nein. Du. Benötigt 5. Benötigt irgendwie. Okay, also ich schätze mal, wir werden noch einen brauchen. Aber das schauen wir erstmal nach. Das als nächstes brauchen wir nochmal so eine militärische Platte. Und ich weiß vielleicht sogar auch noch, wo wir eine finden können. Weil wir müssen ja eigentlich nur in diese Militärlager rein. Wir haben ja noch ein paar andere entdeckt, da können wir ja einfach wieder hingehen. Das heißt aber, wir gehen jetzt hier mal... Ah, nee, wir verbinden den mal, den guten Jungen. Zack, sehr schön. Okay, Escape raus hier. Dann gucken wir mal, weil hier müsste es ja, glaube ich, in der Nähe sogar auch noch irgendwo eingeben. Hatten wir nicht hier irgendwie sowas? Wartet mal, Morden Center? Nein, nee. Aber hier waren wir hundertprozentig, war hier noch ein Zugus. Nee. Auch nicht. Hier in der Nähe. Hier da. Trainingslager der Nationalgarde. Da können wir mal nachgucken. Wenn nicht, gibt es ja ganz im Süden, hatten wir ja nochmal eins entdeckt. Da können wir dann als nächstes nachschauen. Aber ich denke mal, das würde nicht so das Problem sein. Wir brauchen auch mehr noch nukleares Material. Denn, ich tippe mal drauf, wir werden noch einen weiteren Generator bauen müssen.
Hallo. Aber das ist ja kein Problem. Ach, wir hätten die Sache mal gleich einlagern sollen, aber na gut. Warte mal. Okay, ich dachte schon, wir sind überladen. Dann hätte ich jetzt abgekotzt. Aber nein. Gehen wir schon mal rein. Okay, Militär. Ich weiß, glaube ich, auch, wie das Ding schon aussieht. Okay. Ich glaube dir, dass du tot bist. Aber wir haben da ja auch irgendwas hintergesetzt. Das heißt, ich sag mal, wir sollten es ja dann sehen. Oh. Was war das? Schlechte Idee. Du sagst es, Piper. So, was hast du? Kronkorken kaufen wir natürlich mit. Vorkriegsheld brauchen wir alle nicht. Pilotenhelm. Ich meine, er sieht so cool aus. Den haben wir es gezeigt. Ah, den brauchen wir jetzt nicht. Was hast du da? Dinnergabel brauchen wir auch alles nicht. Okay, ihr seid alle tot. Das ist sehr schön. Post-Snap, bla bla bla. Nee, brauchen wir nicht. Ventilator brauchen wir auch nicht. Wir brauchen am besten nukleares Material. Entens nehmen wir mit. Hier alles nüchte. Hier alles nüchte. Oho. Dabei habe ich mich früher sicher mal gefreut, als wir noch am Anfang des Spiels waren. So, schauen wir mal oben weiter. Nein, 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 nein. Hier gibt es nichts dergleichen. Oh, wir haben in Diamond City die Powerrüstung stehen lassen. Naja, gut, ist ja auch nicht so tragisch. Für das, was wir jetzt machen, brauchen wir sie ja nicht unbedingt. Passwort. Passwort Offizier Nationalgarde. Nehmen wir mal mit. Aber wir können ja eh rausgehen. Wir müssen es ja eigentlich auch schon gespeichert haben. Also das Passwort. Insofern, ne? Gerade so rübergekommen. Oh, dachte tatsächlich, da kommt noch ein Ghoul um die Ecke. Sorry, Piper. Gucken wir mal hier. Brieftasche, bla bla bla. Technisches Dokument wird mitgenommen. Leguanbissen. Ha, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Gehen wir mal runter. So, ja, okay. Machen wir hier mal auf. Da müsste ja dahinter vielleicht noch was kommen. Da kam ja, glaube ich, nochmal irgendwie ein legendärer Ghoul. Und draußen ja nochmal so ein Überroboter. Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. Danke, komm, komm, ja. Das sind halt alles hier nicht die schnellsten Rechner. Okay, da kommen wir schon mal raus. Aber, da dürfte noch nicht alles sein. Oder? Täusche ich mich so sehr? Nein. Und bist du auch gleich Leggy? Ja, seht ihr? Das ist nicht mal Gedächtnis. Wenn ich das so immer so hätte. Was hat er dabei? Stärke und Ausdauer, das könnte sogar cool sein. Aludose. Nehmen wir auch mal alles soweit mit. Wir brauchen aber noch Tech-Material. Tech. Hä? Sind wir jetzt verkehrt rumgegangen? Gehen jetzt wieder rein? Ich hoffe mal nicht. Hä? Na ja, gut. Okay, wir beschweren uns nicht. Haben wir noch mehr Möglichkeiten, vielleicht hier noch das zu finden, was wir suchen? Nämlich ein bisschen... Ah, hier gab es unten auch einen verstrahlten Ghoul. Da kriegen wir auf jeden Fall nochmal verstrahltes Material her. Spielzeugrakete. Ah, der zeigt uns noch Alu an. Aber wir brauchen ja auch noch diese militärische Platte. Wir brauchen eine militärische Platte. Schön, Piper. Gefällt mir. Hier hatten wir, glaube ich, auch noch irgendwas Tolles gefunden. Scheint es jetzt aber gerade nicht mehr zu geben. Ich weiß nicht mehr, was es genau war, aber ich weiß, hier war was Cooles. Nö. Was haben wir da? Schaltplatte militärische. Geil. So, das heißt, wir können das große Schmuckstück schon mal bauen. Aber wir werden noch ein bisschen nukleares Material brauchen. Denn wir müssen ja, wie gesagt, also ich glaube, dass wir noch einen weiteren Generator bauen müssen. Denn, wenn ich es richtig gesehen habe, brauchte ja der eine... brauchte ja alleine schon das eine Gerät 20. Wir haben jetzt zwei gebaut, die jeweils 10 bringen. Das heißt, die Platte stand da nur, dass sie noch irgendwie Energie braucht und einer ja noch 5. Das heißt, ein großer würde vielleicht schon reichen. Dann haben wir 3 und dann müsste es vielleicht klappen. Hier müsste irgendwo noch so ein leuchtender, komischer Spacken sein. Und dem können wir dann nur reales oder verstrahltes Material abnehmen. Irgendwie sowas. Ich hoffe es jedenfalls. Hm? Ja, geil! Du hast eine Ausgabe des US-Handbuchs für versteckte Einsätze gefunden. Du bist darauf... Naja, gut, wir schleichen jetzt eh nicht so unbedingt. Aber wir nehmen es natürlich trotzdem gerne mit. Was ist das hier eigentlich?
Na gut, okay. Der müsste jetzt hier kommen. Richtig? Hallo? Nein, ich habe ja eigentlich gar nichts gegen dich. Wir brauchen hier nur nukleares Material. Danke. So, das dürfte jetzt sogar durchaus dann echt alles sein, was wir brauchen. Mit ein bisschen Glück. Also gehen wir mal wieder raus. Gehen wir mal wieder raus. Können von hier aus schon porten. Hier müsste es doch eigentlich auch noch... Naja gut, wir versuchen es mal. Ob wir, vielleicht lösen wir sie ja noch nicht aus. Unterschlupf Mercer. Nein, ich kann nicht reisen. Okay, das dachte ich mir schon. Weil hier draußen ja noch ein bisschen was ist. Hier müssten wir sogar vielleicht nochmal nukleares Material kriegen, wenn wir uns gut einstellen, weil hier nochmal so ein Riesenbot ja war. So ein militärischer. So einer wie auch zum Beispiel der Captain einer war. Von unserem coolen Schiff. Aber schauen wir mal. Speichern wir erstmal. Erstmal sind noch eine Menge Ghule. Hüpp. Der muss hier doch eigentlich irgendwo sein, oder? Hä? Ich wollte doch gar nicht rein eigentlich. Ich dachte jetzt, es wäre eine einfache Tür gewesen. Aber... Komm schon. Gucken wir einfach mal, ob wir hier noch was finden. Wenn wir schon mal hier sind. Nö, 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 nö. Nein. Okay, hier waren wir erst vor kurzem. Wir gehen wieder raus. Na? Bist du noch ein Cooler? Nee, du bist auch kein Cooler. Das hilft uns, glaube ich, alles nicht weiter. Wir könnten mal schauen, ob wir den aktiviert bekommen. Zack. Passwort haben wir ja. Lassen wir ihn mal frei. Sicher? Nee, das brauchen wir nicht. Gibt es hier nicht noch dann eins dafür? Oder? Komm. Nee? Okay. Na gut. Dann gehen wir wieder raus. Bin mir aber recht sicher, dass wir hier draußen nochmal so ein großes Vieh aktivieren konnten. Der muss hier irgendwo sein. Ach je. Hallo? Nee, hier nicht, da nicht. Muss ja irgendwo da oben sein. Aber ich bin mir sehr sicher. Bin mir echt sehr sicher, dass es hier noch so ein Vieh gibt. Da vielleicht drin? Ich glaube, der war hier drin. Gucken wir nochmal da drüben nach, aber dann war es das eigentlich auch schon so ziemlich. Ich speichere mal. Nicht, dass wir jetzt unseren schönen Fortschritt uns kaputt machen. Nee, scheint tatsächlich erstmal... Oh, geil. Alles so zu sein, dass wir das nicht machen können. Na gut, dann bauen wir dieses komische was auch immer weiter, was uns vielleicht ins Institut bringt. Aber das machen wir natürlich erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn wir natürlich heute jetzt gar nicht so viel Spektakuläres gemacht haben wie sonst, fällt mir eigentlich so ein. Wir haben ja eigentlich wirklich nur irgendwie ein bisschen blöde gelootet und das ja eigentlich auch in Gebieten, die eher mit Anfangsgegnern bestückt waren. Aber trotzdem gehört irgendwo ein bisschen mit dazu. Ich bin echt gespannt, was bei der Quest jetzt hinten raus noch kommt. Also wenn wir die geschafft haben, dann werde ich höchstwahrscheinlich aber auch erstmal gucken, dass wir wieder ein paar Nebenquests oder so machen, weil ich will das Ding halt, wie gesagt, auch nicht durchrennen. Also keine Sorge für all die Leute, die sich noch einige Folgen wünschen. Also ich kann es nicht versprechen. Ich weiß es echt nicht. Also ich habe mir auch nichts gespoilert oder so. Also ich rate da ein bisschen. Aber ich habe jedenfalls nicht vor, durchzurennen. Insofern freut euch drauf.